Willkommen zurück im schaurigen Silent Hill Fear the Room. Ich habe ein bisschen Angst, durch die Tür zu gehen. Mal gucken, ja, was uns jetzt hier erwartet. Mein Medaillon ist übrigens nebenbei schon wieder kaputt gegangen. Kaputt. 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 Okay. Kaputt. Es ist alles ganz schön gruselig hier. Und wir haben... Okay, schön, dass hier die Tür voll offen ist. Wow, okay. Jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Kommst du mal hier rein? Ach du Scheiße. Okay, Aileen, komm. Ich glaube, wir können hier ausprobieren, was wir wollen. Scheiße. Scheiße. Ich auch. Geh mal weg da. Ach du Scheiße. Nein, lass es sein. Aileen, komm. Er muss ja auch immer so weit laufen, damit sie endlich mal kommt. Was ist hier noch? Lass mich. Ach du Shit. Aileen. Aileen! Ey, es nervt mich so, dass sie immer so lange braucht. Komm jetzt! Willst du mich verarschen? Mädel, wo bleibst du? Okay, sie ist bei mir. Prima. Nein, du sollst ihn jetzt nicht nehmen. Tritt drauf. Mach die Viecher alle platt. Du sollst nicht sie anschießen, ne? Okay, da hat sich die Muni doch mal gelohnt. So ein blöder Golfschläger. Da ist ihre Kette doch viel besser, oder? Als der Kram hier. Da ist ein Gesundheitsdrink. Den nehmen wir nochmal mit. Ein Nährstoffdrink. So, und wo führt uns das Ganze jetzt hier hin? In die Hölle? Oh! Aileen, komm! Geh einfach weiter. Komm, Aileen, komm einfach. Bitte, bitte, bitte. Hm, schön. Aileen! Weißt du, das ist nicht schön hier gerade mit ihm? Jetzt ist sie nicht mehr verschlossen. Ja, dann bitte. Abmarsch mit weg mit euch. Jetzt ist sie hier unten nämlich. Jetzt habe ich sie auf die andere Seite nämlich auch gekriegt. Ha. Okay. Alles klar. Komm mit. Lass mich. Ich kenne den Weg. Lass mich. Sind wir richtig? Ja, wir sind richtig. Aileen. Komm jetzt. Nein, lass den doofen Geist doch mal. Ey, willst du mich verarschen? Ganz ehrlich, ich gehe gleich ohne dich. Ja. Ey, das kann einen doch nur zum Ausflippen bringen, ganz ehrlich. Komm jetzt. Und beachte die Rollstühle nicht. Komm jetzt, Mädel. Aileen. Ey, wie behindert bist du eigentlich? Geht doch. Geh weg da. Geh doch mal weg. Ey, ich schieß dich gleich tot, ganz ehrlich, Frau.
Wo kommen denn jetzt die Affen eigentlich her? Die waren doch vorher nicht da. Bist du da? Ja, auf einmal sind hier voll die Affen überall. Ja, gar nicht komisch. So. Endlich sind wir zusammen hier und können weiterkommen. Hoffentlich war es das dann auch bald mal mit der Gebäudewelt. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. Und ich habe auch keinen Bock mehr auf Aline hinter mir. Aline, ich mag dich, aber du musst auch mal kommen, wenn hier 1000 Geister mich angreifen, ne? Komm, wir beide müssen das mal, glaube ich, richtig ausdiskutieren. Ich gehe auch extra langsam, sonst so, Malek! Na, na. Du könntest ja deine Stöckelschuhe auch mal ausziehen. Ich meine, ist zwar arschkalt barfuß, aber er könnte doch seine Socken ausziehen, sie ihr geben. Dann könnte sie, müsste sie dann nicht so rumstöckeln. Und könnte eventuell auch besser laufen. Er könnte auch im T-Shirt rumlaufen und ihr sein Hemd geben, damit ihr nicht so kalt ist. Könnte er auch machen. Naja, Männer halt. So, jetzt sind wir hier. Mal gucken, wie schön es wird. Pass auf, Aileen, das habe ich für dich hier gemacht. Jetzt können wir zusammen rein in die Hölle. Na super. Ich hätte speichern sollen. Ich hätte speichern sollen. Was mache ich jetzt? Kann man die... Ich brauche eine Waffe. Ich muss sie alle töten. Ich muss sie bestimmt alle töten. Und ich muss auf Aline aufpassen. Was mache ich denn jetzt? Hier. Guck mal, den hier noch. Oh nein, Aline! Aline! Scheiße! Ja, schön, dass ich keine Muni mehr habe. Und jetzt? Da ist eine Nachricht in die Tür geritzt. Um den tiefsten Teil zu erreichen, musst du die eine Wahrheit besiegen. Tue dies und diese Tür wird sich öffnen. Was mache ich denn jetzt? Okay, es geht auch mit der Axt. Alles klar. Okay, der ist tot. Komm du mal hin. Lass sie in Ruhe. Das ist ganz schlecht, dass sie hier immer steht. Der nächste, der dran glauben darf, ist der hier. Ja. Oh, jetzt hau ich sie, ey. Wie dumm. Der ist hin. Ja, super, dass sie jetzt hier hängt. Ihr geht's richtig scheiße. Ist der jetzt auch hin oder nicht? Ist er hin oder nicht? Aileen, ich wollte dich nicht. Oh. Der ist hin. Der ist auch hin.
Das muss doch... Das muss ich schaffen. Ey, du stehst im Weg! Mann! Eileen! Es nervt mich so! Ja, wenn du jetzt hier wieder stehst, du stehst im Weg! Was soll ich machen? Ja, aber wenigstens habe ich den einen hingekriegt. Und ich gehe hier auch bald drauf. Ja, Eileen, tut mir leid. Was soll ich machen? Schöne Scheiße. Schöne Scheiße. Ich verstehe das System hier auch nicht. Wir können hier raus? Warum? Oh, ihr geht's richtig scheiße. Ihr geht's richtig, richtig scheiße. Und ich frage mich gerade, was ich machen kann. Muni, hochgehen, speichern. Das dauert ewig, bis ich da oben hingehe, ey. Wisst ihr, ich gehe das Risiko echt einfach mal ein. Vielleicht haben wir ja Glück und wir schaffen's. Und wenn nicht, ist halt Pech. Dann sterbe ich und muss es halt nochmal machen. Dann laufe ich nochmal die ganze blöde Strecke. Warum ist hier eigentlich kein Speicherloch? Das finde ich richtig scheiße, dass man den ganzen Weg nach oben laufen muss. Und sonst ist doch immer wieder irgendwo eins. Darf ich jetzt von vorne wieder anfangen? Bestimmt, ne? Was soll ich denn machen? Ich will die Viecher angreifen, aber sie steht ja halt im Weg. Jetzt wird sie da hinten geschlagen. Ja, super. Ihm geht's richtig schlecht. Ich verstehe gerade immer nicht, haben die irgendein Kennzeichen, dass ich sehen kann, welchen ich nehmen soll? Doch alle. Ich check's nicht.
Uns beiden geht's richtig schlecht, Eileen, mein Schatz. Stirb! Ja, wiedersehen, Henry. Und hör auf mit deinem dramatischen Tod. Wir sehen uns, bis gleich. Oh, wie schön, wir dürfen direkt hier weitermachen. Schön, dass du mithilfst, Eileen. Und ich verstehe das Prinzip immer noch nicht. Müssen alle zugleich vielleicht unten sein? Das kriegt man doch gar nicht hin, selbst mit einer Pistole nicht. Eileen, pass auf. Ja, ich versteh's nicht. Ja, ist okay. Ich muss es nicht verstehen. Da Nachricht. Tiefsten Teil zu erreichen, musst du eine Wahrheit besiegen. Also, es muss irgendeinen geben, der anders ist als die anderen. Tu dies und die Tür wird sich öffnen. Wie, die sehen doch aber alle gleich aus, oder nicht? Welcher ist denn anders? Welcher ist anders? Der sieht genauso aus. Der sieht für mich genauso aus. Sehen für mich alle gleich aus. Irgendeiner muss anders aussehen. Er hier vielleicht, der da oben. Er. Oh, Eileen. Er ist doch super hier. Komm, sei der Richtige. Ich finde, ich sehe da keinen Unterschied. Ich bin zu blöd. Zu blöd für den Unterschied. Es ist schön, dass du rückwärts kämpfen kannst, Henry. Komische Klauen haben sie doch auch alle. Moment mal, wenn der eine... Guck mal, der hier. Wenn der... Dann besiege ich die anderen auch. Dann tut das den anderen auch weh. Ah! Eileen? Jawoll! Der hat den anderen wehgetan. Ah!
Cool. Yay, ich hab's geschafft. Und Aileen geht's richtig scheiße. Aileen, das Erste, was wir machen, ist nach Hause gehen. Ach nee, du kannst ja nicht mitkommen. Aber, ja. Trotzdem finde ich es toll, dass ich es endlich geschnallt habe. Einer hat den anderen mit wehgetan. Darauf muss man ja auch erstmal kommen. Ja, das wusste ich nicht mehr. Dafür ist es zu lange her, dass ich das gespielt habe. Ich dachte, es ist jetzt so ein optischer Unterschied oder so. Aber ich habe halt keinen Unterschied gesehen. Meine erste Vermutung war, wenn einer so ein bisschen höher immer ist. Ich gehe doch ganz langsam. Wenn einer ein bisschen weiter oben hängt und die anderen weiter unten, dass das vielleicht was ausmacht oder so. Aber naja, egal. Wir sind kurz vorm Sterben. Wir haben keine Munition. Aileen ist total im Eimer. Alles, was ich mir das ganze Spiel über gerade, naja, nicht das ganze Spiel, aber was ich mir erarbeitet habe, dass es ihr gut geht, ist für den Eimer. Das ist schön. So, jetzt gehst du mal schön hier nach Hause. Wahrscheinlich kommen jetzt hier 1000 Geister. Nix mit Erholung. Kannst du dich hier nicht erholen, genau? Lass deinen Balken mal wieder hochgehen. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Warum erholt er sich hier zu Hause nicht mehr? Ich meine, es sind doch gerade keine Geister da. Oder erholt er sich doch? Wir sind jetzt bei 2 kleinen Balken. Geht der höher? Balken? Da tut sich nichts, ne? Nee. Man kommt nur noch so mit Gesundheitsdrinks davon und wir kriegen wieder Nachricht. Botschaft von Walter. Juhu. Ein Fetzen rotes Papier. Nummer 1, 10 Herz. Nummer 2, 10. Nummer 3, 10 Herzen. Nummer 4, 10 Herzen. Steve Call oder Gall. Call. Nummer 5, 10. Nummer 6, 10 Herz. Nummer 7, 10 Herzen. Billy Locaine. Nummer 8, 10 Herzen. Miriam Locaine. Nummer 9, 10 Herzen. Nummer 10, 10. Nummer 11, Himmelfahrt. Walter Sullivan. Nummer 12, Leere. Nummer 13, Dunkelheit. Nummer 14, Düsterkeit. Nummer 15, Verzweiflung. Joseph Schreiber. Nummer 16, Versuchung, Cynthia Velasquez. Nummer 17, Ursprung, Jasper Kane. Nummer 18, Wachsamkeit, Andrew DeSalvo. Nummer 19, Cars Richard Braintree. Nummer 20, Mutter, Aileen Galvin. Nummer 21, Weisheit, Henry Townshend. 7. August. Schön. Dann sind wir bald dran, ne? Oder was? Oder er hätte es gerne so. Ist aber nicht so. Wir leben immer noch. Hahaha. Wir schlagen uns durch die Nacht. Und schaffen es. Bis ans Ende. Und Walter wird ablusen. Ja, so machen wir das. Und dann nehme ich mir mal einen Gesundheitskram. Und überhaupt, wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 4. Das war jetzt echt nicht so einfach. Aber ich habe es ja doch noch geschafft. Und das mit der wenigen Gesundheit. Aber das mit Aileen stört mich ein bisschen. Ich habe mal gelesen, gehört, ich weiß auch aus Erfahrung, dass wenn man ihr eine Kerze gibt, dann heilt sie. Wenn ich eine Kerze noch habe, werde ich sie ihr geben, damit es ihr wieder besser geht. Wir sehen uns. Bis dann.